الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، أنعم علينا بنعمة الإسلام وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمد المبعوث خيرا للأنام، من أطاعه اهتدى واستقام، ومن عصاه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. ثم أما بعد. Die Religion des Islams kam, um alle Angelegenheiten des Muslims zu regeln, seine privaten und seine offenen Angelegenheiten, seine religiösen und seine weltlichen, seine äußeren und seine inneren Angelegenheiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala gewährte uns Orte des Rückzugs, die ja Orte der Ruhe und Gelassenheit sind, Orte der Ruhe und Sicherheit. Und wir stellen hiermit eine Frage und sagen, wie aber kann es sein, dass sich Muslime haufenweise über ihre Situation beklagen, Ehestreitigkeiten, bis das Auge reicht, bis ja Gerichtssäle überlaufen, keine Harmonie und keine Zuneigung. Der Sohn ist abgeneigt von seinem Vater und die Tochter von ihrer Mutter, der Mann von seiner Frau und der Bruder von seiner Schwester. Mitten in der Nacht aufschreiende Kinder, sich bewegende Gegenstände und der teure Hochzeitsring, der auf einmal nicht mehr auffindbar ist. Unwohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Und der eine kann den anderen nicht sehen. Und dann stellt sich die entscheidende Frage, wie kann dieser Segen zurückkommen? Wie kann der Segen wieder Einhalt finden, nachdem er unsere vier Wände verließ? Wie erlangen wir Harmonie und Eintracht und Einklang in unseren eigenen vier Wänden? Wie können wir uns wieder wohlfühlen? Und ein jeder erntet das, was er sät, wie man im Arabischen sagt, Al-Jaza'u min jinsi al-amal. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Und kein Unheil trifft euch, außer aufgrund dessen, was eure Hände zu erwerben pflegten, und er verzeiht doch wahrlich viel. Und Allah warnt uns in einem anderen Vers vor den üblen Gefahren der Sünden, als er subhanahu wa ta'ala sagte, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Somit müssen wir uns fragen, sind wir nicht etwa selbst der Grund, dass Satane und üble Seelen sich in unseren vier Wänden wohlfühlen und niedergelassen haben? Wir sollten unser nächstes Umfeld inspizieren und endlich Maßnahmen ergreifen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und den Hadith kennt mit Sicherheit ein Großteil von euch, Al-Imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Er a.s. sagte, der Iman ist zwischen 60 und 70 Teilen oder ist 60 oder 70, besteht aus 60 oder 70 Teilen. Der höchste davon ist die Aussage La ilaha illallah und die niedrigste davon oder der niedrigste Teil ist das Entfernen von Schändlichem auf dem Weg. Imatatul adha anit tariq. Das heißt, es gehört zum Iman, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du die Straßen reinigst oder freimachst von Schädlichem, etwas, was den Muslimen schaden könnte oder den Menschen schaden könnte. Was denn erst mit deinen eigenen vier Wänden? Was denn erst mit dem Ort, an dem du dich täglich niederlässt? Der Ort, der eine Art Erziehung und Schule ist für deine Kinder und für deine Familie. Heutzutage wird alles gereinigt. Aber missachten wir etwa die wichtigste Reinigung? Du siehst, dass jemand sein Auto, sein neuestes Auto, jeden dritten Tag inklusive Felgenreinigung reinigen lässt. Oder ein anderer kauft sich ein neues iPhone. Es wird mit der besten Folie geschützt. Und wehe dir, dass du sein iPhone in die Hand nimmst, geschweige denn fallen lässt,
Und ein anderer sagt sich, ich saniere den Darm oder lass meinen Darm reinigen. Und was ist mit der Reinigung unserer vier Wände? Was ist mit der Reinigung unserer Zimmer, sodass wir ungeladene Gäste draußen lassen? Man stelle sich mal vor, ein ungeladener Gast kommt zu einer privaten und familieninternen Feierlichkeit. Es gäbe Riesenaufschrei. Vielmehr wollen wir die Gäste sehen, die geladen sind. Und diesenjenigen begrüßen wir recht herzlich. Das heißt, liebe Geschwister, jeder Einzelne muss sich die Frage stellen, wie kann ich meine eigenen vier Wände reinigen, sanieren, säubern, nenn es wie du willst. Wir wollen inshallah ta'ala im Folgenden einige Methoden anführen, und es sind fünf an der Zahl, wie wir mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ort zu einem gesegneten Ort machen, diesen Ort zu einem Ort der Gelassenheit machen. Und die beste und effektivste Methode, die uns dies erreichen lässt, ist der Koran, das Buch, das Allah subhanahu wa ta'ala herabsandte als Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Ja, ayyuha an-nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. O ihr Menschen, zu euch ist nun vielmehr eine Ermahnung eures Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es bei Tirmidhi im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte Allahs alaihi salatu wasallam sagte, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten, denn wahrlich, der Shaitan betritt kein Haus, in dem Suratul Baqara gelesen wird. Und bei Imam Muslim heißt es, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. Denn wahrlich, der Shaitan flieht vor dem Haus, in welchem Suratul al-Baqarah gelesen wird. Und Abu Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, اِقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةَ وَتَرْكَهَا حَسْرَةَ. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةِ. Lest Suratul al-Baqarah, denn wahrlich ist die Beharrlichkeit auf ihr Segen und ihr Unterlassen Kummer, und gegen sie sind die Magier machtlos. Selbst wenn sich alle Magier in dieser Welt und ihre Bediensteten der Satane zusammentäten, während du, lieber Bruder, liebe Schwester, beharrlich bist auf dem Buche Allahs, beharrlich bist auf Suratul al-Baqarah und auf Ayat al-Kursi vor dem Schlafen gehen und mit den Adhkar am Morgen und am Abend, mit den Bittgebeten am Morgen und am Abend und mit dem Fajr-Gebet, so wird dir nichts schaden, wenn Allah doch dein Beschützer ist. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, man salla subha fil jama'a, fahuwa fi zimmatillah. Wer das Morgengebet in der Gemeinschaft verrichtet, ist ja in der Obhut Allahs, ist ja im Schutze Allahs. Lieber Bruder, liebe Schwester, eine weitere Gefahr, die viele der Häuser und Wohnungen der Muslime befallen hat, ist die Gefahr von Fotos oder von Hunden. Abu Talha radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, und dies ist eine Warnung, lieber Bruder, liebe Schwester, La tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wa la sura. Die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder ein Bild befindet. Und lasst uns in den folgenden Augenblicken diesen Hadith etwas näher erörtern, etwas analysieren, entsprechend der Aussagen der Gelehrten. Im soeben genannten Hadith heißt es, die Engel betreten kein Haus. Welche Engel sind hier gemeint? Zuerst müssen wir wissen, dass die Engel verschiedenste Berufungen und Aufgaben haben. Es gibt die sogenannten Al-Malaikatul Kataba. Das sind die Engel, die alles vom Diener aufschreiben und welche den Menschen auf ewig begleiten werden. Egal an welchem Ort und egal zu welcher Zeit. Sie schreiben deine guten und deine schlechten Taten. So wie es in Surat al-Kahf heißt, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Und von den Engeln sind jene, die mit Segen und Barmherzigkeit in die Häuser der Menschen herabkommen und die Diener besuchen und sie aufsuchen für das Hören von Allahs Gedenken, für das Hören vom Koran, für diese um Vergebung bitten, also für die Menschen in diesen Häusern, und das Übel der Satan abwenden und den Diener davor schützen. Dann heißt es im Hadith weiter, die Engel betreten kein Haus.
Baytan. So sagt Ibn Hajar al-Asqalani in dem bekannten Werk Fathul Bari, in der Erklärung von Sahih Bukhari, sagt er, hier ist jede Art von Unterkunft gemeint. Jede Art von Unterkunft, an der man sich niederlässt, sei es etwa in einem Gebäude oder auch in einem Zelt. Im Hadith heißt es hierauf, Hund oder ein Hund. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب فيه كلب. Ibn Hajar sagt, das, was hier offensichtlich ist, ist, dass allgemein jeder Hund mit inbegriffen ist. Und er sagt weiter, Imam al-Qurtubi bekräftigte diese Ansicht. Und jetzt mag einer fragen, was ist denn das Problem an dem Hund? Oder warum betreten die Engel das Haus nicht, wenn darin ein Hund vorhanden ist oder ansässig ist? An erster Stelle sagen wir als Antwort hierauf, weil der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, es verboten hat. Und dies reicht dem Mu'min. Der Gesandte Allahs, alaihi salatu wasallam, sagt, wie bei Imam Muslim im Hadith von Abu Huraira verzeichnet ist, man iqtana kalban, leysa bi kalbi saydin, wala mashiyatin, wala ardin, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm. Wer sich einen Hund anschafft, der kein Jagd, Hürden oder Hofhund ist, so wird ihm jeden Tag 2 Qirat von seiner Belohnung gemindert. Und 2 Qirat ist ein Sechstel, wie manche der Ulama sagten, wie Ibn al-Jawzi von Ibn Aqil überliefert. Das heißt, 1/6 deiner ganzen Belohnung des Tages wird gemindert aufgrund dessen, dass du bei dir zu Hause einen Hund hältst. Und Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, sagt in seiner Erklärung zur Riyad al-Salihin, was das Anschaffen eines Hundes angeht, so ist es haram. Es ist gar eine große der großen Sünden. Und Imam Nawawi sagte in al-Minhaj, in der Erklärung zu Sahih al-Muslim, und erwähnte hier einige Beispiele, warum der Hund verboten ist, beziehungsweise warum die Engel das Haus nicht betreten, wenn darin ein Hund vorhanden ist. Er sagte, zuerst aufgrund der Unreinheit des Hundes und dem unreinen Essen, was er zu sich nimmt. Und weiter sagt er, weil manche von ihnen als Satane bezeichnet wurden, wie in Hadith erwähnt wurde. Und hierauf sagt er, aufgrund des üblen Geruchs, und die Engel verabscheuen jeden üblen Geruch und betreten deshalb diese Wohnung nicht. Hierauf heißt es im zuvor genannten Hadith, لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا سورة. Ein Bild. Und hier ist jedes Bild gemeint, was ein beseeltes Wesen enthält, wie etwa Menschen oder Tiere. Nicht gemeint ist etwa leblose Materie oder wie Bäume, Meere, Sonnenuntergänge und so weiter und so fort. Und das Bild ist so lange ein Bild oder ein Abbild, bis der Kopf unkenntlich gemacht wurde oder entfernt wurde, so wie es Ibn Hajar in Fathul Bari erwähnte. Und hierauf stellt sich eine weitere Frage, und zwar, was ist das Problem an den Bildern oder was hält die Engel davon ab, eine Wohnung zu betreten, wo Bilder vorhanden sind? Und Imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, gab eine Antwort auf diese Frage und erwähnte einige Beispiele. Und zwar sagt er, weil der Taswir eine schändliche Sünde ist. Und der Taswir ist das Nacherstellen von Lebewesen, wie zum Beispiel das Bauen einer Skulptur, einer Statue oder dem Malen von Tieren oder Menschen, was in Allahs Religion als Versuch der Nachahmung von Allahs Schöpfung gewertet wird und somit zu den gewaltigen und schändlichen Sünden zählt. Und einige Gelehrte, wie viele von euch wissen, zählen das Fotografieren mit der Kamera oder mit dem Smartphone als Taswir und verbieten es somit. Hierauf sagt Imam Nawawi, nachdem er sagt, dass der Taswir eine schändliche Sünde ist, sagt er, und deshalb, weil darin eine Nachahmung der Schöpfung Allahs liegt und viele dieser Bilder angebetet werden, so wie das auch verbreitet ist bei den Nichtmuslimen, etwa bei den Buddhisten oder Hinduisten, dass man Statuen bei sich hat oder Bilder hat, die angebetet oder etwa verehrt werden. Imam al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, gestorben 656 nach Hijra, und der bekannte Tafsir-Gelehrte sagte in Al-Mufhim, die Engel betreten nicht das Haus, in dem sich ein Bild befindet, weil darin eine Nachahmung der Ungläubigen liegt, die in ihren Häusern Bilder aufhängen und sie verehren. Und weil die Engel diese Nachahmung
also diese Nachahmung verabscheuen und deshalb diesenjenigen, der die Bilder aufhängt, boykottieren. Das ist die Aussage von Imam al-Qurtubi als Antwort auf die Frage, warum betreten die Engel nicht das Haus oder die Wohnung, in dem sich ein Bild befindet. Hiernach wollen wir einen weiteren Ratschlag anbringen, wie wir den Segen in unsere Häuser zurückbringen können und die Eintracht und den Einklang untereinander. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es im Hadith bei Muslim verzeichnet ist, über Jabir ibn Abdullah, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. Wenn ein jemand sein Haus betritt und beim Betreten Allah erwähnt und ebenso bei seiner Mahlzeit, so sagt der Shaitan, hier gibt es für euch weder Herberge noch Abendessen. Und hierauf sagt unser edler Gesandte, alayhi salatu wassalam, وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Und wenn er eintritt und beim Betreten Allah nicht erwähnt, sagt der Shaitan, für euch gibt es hier eine Herberge. Und wenn er dann bei seinem Abendessen oder bei seiner Abendmahlzeit Allah nicht erwähnt, sagt der Shaitan, vor euch gibt es eine Herberge und Abendessen. So sei jeder gewarnt und jeder daran erinnert, dass wenn wir das Haus betreten, dass wir sagen Bismillah. Dass wir sagen Bismillah und hierauf unsere Familien grüßen. Und hiermit wollen wir direkt die Brücke schlagen zu einem nächsten Agendapunkt, wie wir es schaffen können, unsere Häuser zu sanieren oder zu reinigen und von Übel zu befreien. Und das ist eine Antwort auf die Klage vieler Leute über Kälte und Hartherzigkeit in deren Familien, unter deren Frauen oder Kindern und Eltern. Und wir fragen uns, oder sie fragten uns, wie können wir dieses Manko beheben? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hierzu? Was sagt der Gesandte alayhi salatu wassalam dazu? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Wenn ihr nun eure Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten Gruß. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Bei Imam Muslim im Hadith von Abu Huraira radiyallahu anhu wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ihr werdet das Paradies nicht betreten, bis ihr glaubt, und ihr glaubt nicht, bis ihr euch aneinander liebt. Soll ich euch nicht zu etwas leiten? Wenn ihr es tut, so werdet ihr euch einander lieben. Verbreitet den Friedensgruß unter euch. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Anas ibn Malik, wie es im Hadith heißt, den Sheikh al-Albani als Hassan sahih einstufte: Ya bunay, idha dakhalta ala ahlik, fasallim, yakun barakatan alayk wa ala ahli baytik. O mein Junge, wenn du zu deiner Familie eintrittst, spreche den Friedensgruß, so wird es für dich und deine Familienangehörigen ein Segen sein. Und deine Familie, lieber Bruder, liebe Schwester, hat das größte Anrecht auf deinen Gruß und auf deine Zuwendung. So gibt es manche, die, wenn sie die Moschee betreten und den Friedensgruß in seinem ganzen Wortlaut, also Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sprechen, dass er so laut begrüßt, dass ihn gar die Nachbarn auf der anderen Straßenseite hören. Wenn er aber bei seiner Familie eintritt, ist es, als würde ein zorniger Löwe eintreten, der auf Beute aus ist. Und bei manchen anderen bleibt vom Gruß für seine Familie, für seine Liebsten, nur noch die zugeknallte Tür übrig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Rechtleitung verhelfen. Und zu guter Letzt sei jeder gewarnt vor dem Gerät, was du in deiner Hosentasche trägst und dich ja nichtmals im Schlaf in Ruhe lässt. Ein Gerät, das
das familiäre Relationen zerstört hat. Ein Gerät, das Kälte und Härte in unsere vier Wände importiert hat und Liebe und Zuneigung hochkantig rauskatapultierte. Jetzt mag einer sagen, ja, aber ich lese doch den Koran und habe weder Hund noch Bilder und sage Bismillah. Was kann ich also noch reinigen? So sagen wir, lieber Bruder, liebe Schwester, bitte zuerst Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich beständig auf diesem Guten lässt und bitte ihn subhanahu wa ta'ala um Erfolg. Und hierauf sagen wir, lieber Bruder, liebe Schwester, die Reinigung ist noch nicht abgeschlossen. Denn das, was jeder bei sich trägt, oder nahezu jeder bei sich Tag ein, Tag aus trägt, bei Tag und bei Nacht, bedarf ständiger Säuberung und Achtsamkeit. Dieses Smartphone, reinige es von sittenlosen und sündhaften Bildern und Videos. Reinige es von untersagten Kontakten, Kontakte mit dem anderen Geschlecht, mit dem Vorwand der Ehe. Wie soll etwas Segen finden, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn sein Anfang den Zorn Allahs hat, so fürchte Allah subhanahu wa ta'ala und betritt das Haus von seiner Tür. Entferne dieses Gerät von Musik und verbotenen Tönen. Reinige es von verwerflichen und nutzlosen Gruppen. Sage dich los von den Gruppen, die von leerem Gerede erschlagen werden, die Erneuerung manifestieren und den Erneuer publizieren, in denen Menschen verachtet und verspottet werden, in Gruppen, in denen Falschnachrichten und Lügen verbreitet werden. Nutze dieses Gerät für etwas Sinnvolles und Nützliches und sei nicht von denjenigen, die die Gabe Allahs mit Undankbarkeit beantworten. Und sei nicht von denjenigen, die die Gabe Allahs, die Ni'ma, im Verbotenen nutzen. Vielmehr nutze es doch etwa für das Pflegen der Verwandtschaftsbande oder das Hören von Vorträgen und Ermahnungen oder als Wecker, wenn du Schwierigkeiten hast, zum Fajr-Gebet aufzustehen. Nutze es auch, um Nachrichten zu lesen, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Aber im Allgemeinen gibt es keinen Einwand gegen Nachrichten. Oder nutze es etwa für die Navigation oder für To-Do-Listen und so weiter und so fort. Abschließend sagen wir, lieber Bruder, liebe Schwester, beginne unmittelbar mit dieser Reinigung und lass dich nicht ein weiteres Mal vom Täuscher in die Irre leiten. Reinige dein Haus oder reinige deine Wohnung oder reinige deine Unterkunft von all dem, was es an Übel mit sich trägt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und unsere Familien vor dem offenkundigen und verborgenen Übel beschützt. Möge er, Azza wa Jal, unsere Häuser segnen und zu einem Ort der Geborgenheit machen. Und ebenso bitten wir ihn bei seinen schönen Namen und hohen Eigenschaften, dass er unsere Nachlässigkeit und unsere Missetaten vergibt und verzeiht. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.